525 zum Sanctus 196 und jetzt zur Beginnnummer 326. Wir schmunzeln ein wenig über die Technik. Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus Mariensohn. Er hat zerstört der Höllen vor die Seine herausgeführt und vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Mariensohn. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Unser Herr Jesus Christus, der durch seinen Tod den Tod besiegt hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich wünsche euch einen guten und gesegneten Donnerstagabend. Ich begrüße euch alle zu unserer gemeinsamen Feier der Heiligen Messe am Donnerstag der Osterzeit. Ein jeder Donnerstag erinnert uns an den ersten großartiges aufgetan hat, zusammenzukommen in seinem Namen und die Gewissheit zu haben, dass er bei uns ist. Und uns auch merkt, in den Alltag zu gehen. Ich habe heute Vormittag das schöne Wetter genützt und bin auf einen Berg gegangen und als ich dort oben war, sind auch andere Bergsteiger gekommen und einer hat beim Berühren des Gipfelkreuzes auch bei sich selber ein Kreuz gemacht, ein Zeichen. Zeichen für mich, dass es diese Menschen gibt, diese Christen, die ihren Auftrag ernst nehmen, zum einen Vertrauen in Gott setzen und diesen Glauben auch nicht verstecken, verbergen, sondern ihn auch praktizieren, wenn auch nur eine einfache Handbewegung durch eine Geste. Wenn wir jetzt gemeinsam diese heilige Messe feiern, so praktizieren wir die tiefste Form der Gottesdienstfeier, die heilige Eucharistie. Wir erfüllen den Auftrag Jesu Christi beim letzten Abendmahl im Abendmahlsaal mit seinen Freunden. Fühl dich herzlich willkommen und fühl dich eingeladen, jetzt auch bei dieser Feier dabei zu sein. Jesus Christus versammelt, der uns stärken möchte, der den Glauben im Abend leben kann und darauf vertrauen. Jesus Christus hat uns durch sein Kreuz Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.
erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme unser. Erlasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine größere Würde, als er es im Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe. Segne alle, die im Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben, und erhalte sie in deiner Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten schickte der Synagogenvorsteher zu ihnen und ließ ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht in Ägypten. Er hat sich mit hocherhobenen Armen von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. 7 Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zu Besitz gegeben. Für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben, bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isaia, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, verbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt: Ich bin es.
Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. In der Auferstehung Jesu ist das Leben für alle erstanden. Zu unserem Herrn Jesus Christus wollen wir rufen. Für alle Getauften, erhalte sie in deiner Gnade. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die ganze Welt, schenke ihr Frieden und Wohlergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Bedrängten, befreie sie aus ihrer Not. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Pfarrgemeinden, gib, dass die Liebe zu dir wächst. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du hast den Menschen durch die Erlösung erneuert. Lass uns das neue Leben bewahren, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir preisen dich, allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und menschlicher Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Wir preisen dich, allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und menschlicher Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasch ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir, durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Herr Gott der Mächte, Erd und Himmel sind deiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle und der Ursprung aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie,
damit sie für uns Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus werden. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Stärke und vollende dein Volk im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit unseren Namensheiligen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir miteinander und füreinander, wie wir als Kinder Gottes voll Vertrauen beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ewigkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau auf unser Leben, auf unseren Glauben und schenke uns auf der ganzen Erde Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn Jesus Christus,
sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Halleluja. Der Leib Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne, behüte, begleite und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinen Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, freu dich, das Lein ist all dahin, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria, den du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, ihr Heiland lebte, du gepasst. Halleluja. Gib Gott für uns, Maria, erstanden von dem Tod. Freu dich, Maria, wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Mit Gott für uns, Maria, bitt Gott für uns, so wird's geschehen. Freu dich, Maria, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria.